Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hof Bergmann. In der letzten Folge haben wir uns ja neue Anschaffung gemacht. Und zwar fürs Grasmähen und alles. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wir haben ein falsches Gerät gekauft. Wir hatten uns ja dieses hier gekauft für Quaderballen zum Aufsammeln. Dann haben wir uns hier noch den Wickler gekauft für die Silageherstellung. Zum Einwickeln und eine Ballenpresse. Ja, wir haben natürlich uns eine Rundballenpresse gekauft und ja, das war natürlich die verkehrte. Das hat mich so ein bisschen irritiert von dem Preis her. Ich dachte so, das Billige, ja, dann würde das da schon sein. Und da habe ich auch nicht so drüber nachgedacht und hatte das dann schon gekauft. Und ja, wir hatten auf jeden Fall Rundballenpresse gekauft und ja, ich habe das jetzt umgetauscht in einer Quaderballenpresse, die wir natürlich auch brauchen. Gut, dazu das schon mal. Heute steht so ein bisschen was an, wir gucken mal bei unsere Backstube hier rein, gucken mal, wie weit das ist alles. Ja, Teiglinge werden schon wieder reichlich gemacht. Das Brot dürfte auch schon, ja, das ist auch schon wieder fertig. Können wir das schon mal hier in die Kiste reinmachen. Und können hier schon mal fleißig weitermachen. Ja, dann gucken wir nochmal nach den Kühen, ob die alles haben. Und werden uns natürlich auch die Käserei mal anschauen, wie weit das da ist. Weil wir hatten ja auch schon in der anderen Folge angefangen mit Käse herzustellen und schauen uns das Ganze mal an, wie weit das ist. Und ja, werden sicherlich auch noch einiges wegbringen können, vielleicht schon. Wir könnten mal auch schon wieder eine Kiste voll. Ja, das ist alles so ein bisschen nebenbei. Das ist jetzt nicht so, wo man sagen kann, ja, damit verdient man viel Geld. Das sind so diese kleinen Sachen, die man eigentlich hier immer so ein bisschen nebenbei machen kann. Richtige Einnahmen bringen natürlich unsere Felder. Also da müssen wir auf jeden Fall jetzt auch mal wieder ein bisschen Gas geben, um ein bisschen mehr Geld reinzubekommen. Wir haben ja momentan nur 22.501 Euro. Ist jetzt nicht mehr so viel. Und wir haben auch noch einen großen Kredit noch laufen, den wir auch noch abbezahlen müssen. Also das ist ja natürlich auch unser Ziel, den Kredit loszubekommen, weil natürlich auch die Zinsen immer zu hoch sind und ja, alles Sachen, die man sich eigentlich sparen könnte. Aber am Anfang ist das wirklich so, man hat einfach nichts und man hat ja nur diese 100.000 Euro. Und ja, das ist ja jetzt auch nicht so viel Geld. Und damit kommen wir halt einfach nicht weit. Gut, ich mache die jetzt hier mal noch alle rein, schalten den Ofen nochmal an. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal bei den Kühen vorbei, ob die noch was brauchen. Oder ob da alles okay ist. Und ja, wir können auch nochmal, wenn wir schon mal hier unten sind, auch nochmal nach den Hühnern gucken. Ich glaube, da müsste auch schon ein paar Eier fertig sein. So, was fehlt jetzt hier? Wasser fehlt noch. Da ist noch welches drin. Ja. Okay. So, was brauchen wir noch? Hefe brauchen wir wieder. Ja, Hefe müssen wir bald wieder mal ein bisschen was einkaufen. So, jetzt haben wir alles voll. Na. Das passiert mir so öfters. Immer diese Kante. Ja, dann fällt es einfach runter. Gut, dann schalten wir das mal an. Dann kann das hier wieder fleißig produzieren, unsere Teiglinge. Und hier schalten wir den Ofen an.
Brennstoffe brauchen wir wieder. Hackschnitzel. So, da haben wir ja auch schon eine Kiste wieder voll. Die können wir dann auch gleich rüberbringen in den Hofladen. Ja, und so langsam gehen die Hackschnitzel hier auch aus. Ja, da müssen wir auch schon mal wieder welche kaufen. Aber ich habe mir so überlegt, irgendeine Folge, die jetzt hier demnächst kommt, werden wir uns mal das Projekt annehmen und werden mal uns einen Baum fällen. Und ja, da können wir dann unsere Hackschnitzel draus machen. Da brauchen wir jedenfalls nicht mehr Geld auszugeben. Ich glaube so, ja, ich glaube so ein Baum. Ja, ich weiß nicht, wie viel Hackschnitzel daraus werden. Bestimmt so 20, 30, 40. Mit Sicherheit. So, stellen wir die mal hier hin. So, reicht. So, sie steht hier auch fleißig den ganzen Tag. Gut, dann haben wir das. Wir gucken gleich nochmal hier bei den Hühnern. Wie schaut's hier aus? Ja, da ist schon wieder ein Karton. Ja, das ist auch ein bisschen blöde hier. Die werden immer nicht, manche werden nicht richtig voll. Und ja, das liegt aber daran, weil das nicht richtig, weil die Kartons nicht richtig liegen. Aber wie wir das ja schon wissen, in der neuen Version ist das alles gefixt und da soll es auch wieder funktionieren, richtig. Ich bin mal gespannt. Wird ja, glaube ich, ja nicht mehr lange dauern, die neue Version, bis die da mal öffentlich ist. Aber solange spielen wir hier noch auf der 05 von der Hofbergmann. Und ja, ist auch ganz cool. Gut, wir fahren jetzt mal hoch bei den Kühen, gucken uns mal die Sache an, was die noch so brauchen. Ihr seht doch schon, ich habe schon fleißig Silage gemacht. Also wir haben schon alles ausprobiert auf unserem Feld, unserem Grasfeld, was wir haben. So, den Hänger. Ja, weiß ich nicht. Den jetzt hier brauchen. Gucken wir ins Menü. Ach ja, die Kühe haben eigentlich noch alles. Ist alles noch im grünen Bereich. Da sieht es noch gut aus. Bei den Hühnern sieht es auch ganz gut aus. Gut, brauchen wir eigentlich hier nicht viel weiter was zu machen. Dann würde ich sagen, fahren wir gleich rüber in die Käserei. Und schauen mal, wie weit unser Käse ist. So, schalt mal aus. Wir müssen ja selbst den Sprit hier sparen, weil, wie gesagt, unser Budget ist ja natürlich nicht sehr hoch. So, hier habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ein paar Fässer habe ich geholt gehabt. Schon mal. Ja, was ist hier los? Wieso ist die nicht an? Sollte doch eigentlich an sein, ja. Na toll. Aber hier wird schon einer. Einer ist schon fast fertig. Da fehlt, glaube ich, noch das Logo. Und ja, ich dachte, wir hätten jetzt schon ein bisschen mehr, aber irgendwie war die Maschine hier aus. Ja, habe ich jetzt nicht so weiter nachgeschaut. Aber wir können ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch schon mal Butter herstellen. Wir haben ja noch reichlich Milch. Und füllen hier schon mal ein paar Eimer rein in die Buttermaschine. Kann da schon mal ein bisschen was produzieren. Butter kann man dann natürlich auch in den Hofladen verkaufen.
Ich habe jetzt auch noch nicht so viele Fässer geholt, weil ja, allzu viel Butter wollen wir eigentlich nicht machen. Also ich will es jedenfalls nicht so machen, weil mir das so viel ist mit den ganzen Fässern rumgefahren und so. Ich habe jetzt, glaube ich, 7 Fässer. Eigentlich wollte ich 8 holen. Habe ich irgendwie eins vergessen. Und ja, das sollte dann auch immer so ein bisschen reichen. So 8 Fässer, wenn man die voll hat, kann man die auch einmal hinfahren. Und kann ja dann auch wieder ein bisschen Käse herstellen in der Zeit, wo die dann verkauft werden. Oder hier zum Beispiel in der Zeit schon mal hier die Buttermaschinen wieder füllen, dass sie einfach fertig sind, startbereit sind. Also ich will das jetzt hier nicht so mit den, ja, weiß ich nicht, den ganzen Hänger voll Fässer Butter hier und das Rumgefahre da. Also, nee. Wenn das irgendwie so ein bisschen kompakter wäre, dass man sagen könnte, ja, man nimmt jetzt so, nicht jetzt solche Fässer, sondern einfach ein Riesenfass und dass da drinnen dann die Butter ist, ja, dann wäre das natürlich ein bisschen besser. Dann fährt man einfach so mit einem großen Fass, ja, keine Ahnung, 10.000 Liter Butter rum oder so. Also da würde ich das schon ein bisschen besser finden. Weil wenn man jetzt hier wirklich, also da hat man echt auch zu tun. Natürlich muss man das auch alles reinbringen in den Hofladen und danach auch wieder alles rausbringen. Also da geht schon gut Zeit drauf. So, wir haben jetzt hier schon 1000 Liter drinne. Ich glaube, das reicht. So, machen wir mal hier mal zu, schalten mal an. Und machen hier an. So, das dauert jetzt natürlich auch ein bisschen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das hier eigentlich richtig war, hier, dass hier mal auch mal so eine Anzeige ist. Ja, ist schon so ein bisschen länger her, wo ich hier das gespielt habe. Und natürlich auch mit den Geräten. Ach, hier unten sieht man es. Oder? Das schauen wir uns einfach nochmal später an, würde ich sagen. Das würde jetzt lang dauern, um jetzt hier zu gucken. Ja, normalerweise war da, glaube ich, irgendwie eine Anzeige oder irgendwie sowas, wo man gucken konnte, wie weit die jetzt schon fertig ist, die Maschine. Okay. Gut. Schalten. Gehen wir hier nochmal rein. Ich glaube, unten der Balken ist ja dafür da. So, machen die auch nochmal auf. Machen hier auch ein bisschen Milch rein. Also ihr merkt schon, wir müssen hier so ein bisschen was in der heutigen Folge hier ein bisschen was vorbereiten. Und ja, da geht auch immer viel Zeit drauf. Also das ist schon alles zeitaufwendig. Auf jeden Fall steht auf nächstes, bei der nächsten Folge steht auf jeden Fall an, dass wir uns erstmal um unsere Felder wieder kümmern müssen. Da ist ja schon alles fertig, alles erntereif und wir können da schon fleißig alles abernten. Und ja, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder in Angriff nehmen. Und ja, ich bin dann auch noch so ein bisschen am Überlegen, was wir noch so alles uns anschaffen können, wenn wir dann wieder ein bisschen mehr Geld haben. Ja. Ob es jetzt Maschinen sind oder ob, ja, Tiere sind. Ich weiß nicht, Schweine könnten wir uns anschaffen.
Oder sollten wir einfach unsere Kühe noch ein bisschen erweitern? Uns eine große Kuhwiese, Kuhweide kaufen? Ja, ich weiß es noch nicht so ganz genau. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, schreibt es einfach in den Kommentaren. Und ich werde mir natürlich dann das schon annehmen, das was ihr sehen wollt. Aber ich würde sagen, wir fangen so ein bisschen an mit den Schweinen. Schweine ist auch ein bisschen schwierig, alles. Wir brauchen wieder Schweinefutter und alles mögliche. Tja, da müssen wir erstmal schauen, wie weit wir da kommen. Gut, schalten wir den auch noch an. Und los geht's. So, da laufen die hier schon mal. Gut, würde ich sagen, lassen wir die hier laufen. Das läuft auch. Tja, ich weiß nicht, warum das hier immer ausgeht. Das müsste eigentlich immer anbleiben. Ja, sonst wären wir hier schon ein bisschen weiter, hätten wir hier schon ein bisschen mehr Käse produziert, aber gut, lassen das einfach laufen und machen hier die Tür zu. Ist ein Lärm da drinne. Gut, würde ich sagen, wir fahren mit unserer Runde wieder zum Hof, direkt rein. So, dann werden wir nochmal schauen. Ja, wir sehen ja, die Felder sind wirklich fertig, erntereif. Und ja, wir müssen da unbedingt jetzt durchstarten und unsere Felder zu ernten, um wieder richtig Geld zu machen. Und dann werden wir mal sehen, mit was wir anfangen. Also meine Tendenz wäre eigentlich zu den Schweinen. Was natürlich auch nicht so einfach ist, weil die, wie gesagt, die brauchen ja Mischrationen, Mischfutter, Schweinefutter brauchen die ja, und ja, das ist auch alles ein bisschen viel, was die so alles brauchen. Aber gut. Irgendwann müssen wir ja mal anfangen. Und wenn wir dann natürlich auch die Schweine haben, dann geht das natürlich auch los mit dem Fleisch. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz interessante Sache, dann Fleisch zu verkaufen. Das können wir hier natürlich auch einmal in unseren Hofladen hier machen. Und einmal in den kleinen Dorf. Gut, wir lassen das mal. Hier läuft alles, das ist alles gut. So, Hefe müssen wir bald mal wieder ein bisschen was einkaufen. Aber das reicht noch lange. Gut, machen wir zu. So, gut. Das soll es gewesen sein von unserer Folge. Schaltet doch einfach wieder beim nächsten Mal rein. Und ja, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal. Also, tschüss, macht's gut. Bleibt mir treu. Bis zur nächsten Folge.